Du siehst richtig. Das Fell dieses Gorillas ist weiß. Doch warum ist seine Fellfarbe so anders? Floquet de Neu, dessen Name auf Katalanisch Schneeflocke bedeutet, wurde am 1. Dezember 1963 im Äquatorial Guinea-Wald gefangen genommen, als er noch ein Baby war. Nach seiner Gefangennahme wurde er nach Barcelona gebracht und im Zoo aufgenommen. Die Mitarbeiter des Zoos waren von seiner einzigartigen Erscheinung fasziniert, da er als Albino-Gorilla eine seltene genetische Anomalie aufwies, die seine Haut weiß und seine Augen rosa machte. Als Floquet de Neu älter wurde, zog er viele Besucher an, die von seinem seltenen Aussehen begeistert waren. Er wurde zu einer berühmten Attraktion im Zoo von Barcelona und einer der bekanntesten Figuren der Stadt. Die Besucher bewunderten seine Schönheit und Stärke und fühlten eine besondere Verbindung zu dem außergewöhnlichen Tier. Albinismus ist eine genetische Störung, die bei verschiedenen Tierarten, einschließlich Menschen, auftritt. Sie wird durch eine Störung der Melaninproduktion verursacht, einem Pigment, das für die Farbgebung von Haut, Haaren und Augen verantwortlich ist. Melanin spielt auch eine wichtige Rolle beim Schutz der Haut vor den schädlichen Auswirkungen der ultravioletten Strahlung der Sonne. Bei Albinos wird entweder kein Melanin oder nur eine unzureichende Menge produziert, was zu ihrer charakteristischen hellen Haut, den weißen Haaren und rosa Augen führt. Die Häufigkeit von Albinismus variiert von Art zu Art und Albinotiere sind in der Natur äußerst selten. Dies liegt daran, dass Albinismus mit bestimmten Nachteilen verbunden sein kann, die das Überleben in freier Wildbahn erschweren. Albinotiere sind aufgrund ihres fehlenden Schutzes vor UV-Strahlen anfälliger für Sonnenbrand und Hautkrebs. Außerdem kann ihre helle Farbe sie für Beutegreifer leicht erkennbar machen, was ihre Chancen, Nahrung zu finden und sich zu vermehren, verringert. Diese Nachteile machen es für Albino-Tiere schwieriger, bis ins Erwachsenenalter zu überleben und sich fortzupflanzen, was zu ihrer Seltenheit in der Natur beiträgt. In Zoos und Tierparks spielen Albino-Tiere eine wichtige Rolle bei der Bildung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Schutz gefährdeter Arten. Sie ziehen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich und ermöglichen es den Menschen, sich mit dem Thema der Artenvielfalt und des Erhaltens bedrohter Spezies auseinanderzusetzen. Floquet de Neu wurde zu einem Botschafter für den Schutz von Gorillas und anderen bedrohten Tieren und sein Einfluss auf die Besucher des Zoos half, Bewusstsein für diese wichtige Thematik zu schaffen. Der Schutz von Albino-Tieren in Gefangenschaft ist entscheidend, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Zoos und Tierparks stellen sicher, dass diese Tiere die bestmögliche Pflege und Ernährung erhalten, um gesund zu bleiben und ein glückliches Leben zu führen. Spezielle Vorkehrungen werden getroffen, um sie vor der starken Sonneneinstrahlung zu schützen, um Sonnenbrand und andere gesundheitliche Probleme zu verhindern. Zudem spielen Zoos eine wichtige Rolle bei der Zucht von Albino-Tieren, um die genetische Vielfalt zu fördern und potenziell mehr Wissen über diese seltenen Genmutationen zu gewinnen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der Schutz von Albino-Tieren nicht nur in Gefangenschaft, sondern auch in freier Wildbahn von entscheidender Bedeutung ist. Viele Länder und Organisationen setzen sich dafür ein, bedrohte Tierarten und ihren Lebensraum zu schützen, um ihr Überleben zu gewährleisten. Dies umfasst Maßnahmen wie den Erhalt von Nationalparks und Schutzgebieten, die Bekämpfung von Wilderei und illegalen Handel, die Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Artenschutz. Leider litt Floquet de Neu in den letzten Jahren seines Lebens an verschiedenen Gesundheitsproblemen, die mit seinem Alter und seiner genetischen Bedingung zusammenhingen. Trotz der Bemühungen des Zooteams, ihn zu pflegen, verstarb er am 1. November 2003 im Alter von 40 Jahren. Nach seinem Tod wurde Floquet de Neu zum Symbol für den Erhalt und Schutz bedrohter Tierarten. Seine Geschichte erinnert die Menschen daran, wie wichtig es ist, die natürliche Vielfalt zu bewahren und die Lebensräume von Tieren zu schützen, um das Überleben seltener Arten wie das Albino-Gorilla zu gewährleisten. Was die Anzahl der Albino-Gorillas im Vergleich zu normalen Gorillas betrifft, ist es schwierig, genaue Zahlen zu liefern, da Albino-Tiere extrem selten sind und ihre Population oft nicht genau erfasst werden können. Albino-Gorillas sind jedoch zweifellos sehr selten und es wird vermutet, dass es nur sehr wenige von ihnen in der Natur gibt. Die genaue Anzahl hängt von verschiedenen Faktoren wie der Größe der Gesamtpopulation, der genetischen Veranlagung und anderen Umweltbedingungen ab. Insgesamt ist die Geschichte von Floquet de Neu und anderen Albino-Tieren eine Erinnerung daran, wie kostbar und fragil die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten ist. Diese seltenen Tiere dienen als wichtige Botschafter für den Artenschutz und erinnern uns daran, wie wichtig es ist, die natürliche Umwelt zu schützen und zu erhalten, um das Überleben aller Lebewesen auf der Erde zu sichern. Durch die Zusammenarbeit von Zoos, Organisationen und der breiteren Gesellschaft können wir dazu beitragen, die Zukunft bedrohter Arten wie dem Albino-Gorilla zu sichern und eine lebendige und vielfältige Natur für kommende Generationen zu bewahren. YouTube denkt, dass dir das linke Video gefallen würde. Schau es dir an und lass mich wissen, ob sie recht hatten.